Herzlich willkommen zur Vorbereitung für die Sachkundeprüfung § 34a Gewerbeordnung anhand von Prüfungsfragen. Das Themengebiet in diesem Video ist Grundlagen der Sicherheitstechnik. Los geht's! Themengebiet Sicherheitstechnik. Frage 65. Zaunanlagen werden errichtet, um befriedetes Besitztum zu schützen. An diesen Anlagen müssen bestimmte Anforderungen gestellt werden. Welche Anforderungen sind das? Antwort A. Sie müssen mit Signalfarben gekennzeichnet sein. Das würde ja heißen, dass alle Zäune, die eine gewisse Anforderung haben, also hier geht es ja darum, wie müssen die beschaffen sein in Signalfarben, orange, rot, gelb angestrichen sein müssten. Das weiß man ja, dass Zäune nicht so angestrichen sind. Die sind entweder in grün oder sie sind in dem Grau metallisch gehalten, aber Signalfarben kennt man nicht und deswegen ist Antwort A falsch. Antwort B. Sie müssen Schutz für Übersteigen und Unterkriechen bieten. Das ist dieser sogenannte Übersteigschutz oder Unterkriechschutz. Übersteigschutz ist entweder über 2,5 Meter oder mit einer Abzweigung oben, die entweder in eine Richtung oder in beide Richtungen dieses Y darstellt. Und dann ist dieser Zaun übersteigsicher, der hat einen Übersteigschutz. Und unterkriechen ist, wenn der Zaun 30 cm mindestens in den Boden eingelassen ist, dann hat er einen Unterkriechschutz. Wer ist 80 cm tief, gibt sogar den Untergrabschutz. So müssen Zaunanlagen sein, um besondere bestimmte Anforderungen zu erfüllen und deswegen ist Antwort B richtig. Antwort C. Sie müssen über ausreichend Notausgänge verfügen. Ein Zaun muss ja nicht unbedingt Notausgänge haben. Wenn ich jetzt ein Gebäude habe und riesige Wiesen drumherum und dann erst einen Zaun, dann passiert mir ja nichts, wenn ich mitten auf der Wiese stehe. Ich habe Notausgänge, um aus Gebäuden rauszukommen. Aber im Zaun muss nicht ein Notausgang sein und deswegen ist Antwort C falsch. Frage 66. Die Sicherheitsdienstleistungsunternehmen nutzen intern als auch extern Funk als wichtigstes Kommunikationsmittel. Dazu gehört auch der Betriebsfunk. Unter welchen Voraussetzungen darf Betriebsfunk genutzt werden? Betriebsfunk ist so eine Sonderart. Betriebsfunk benutzen zum Beispiel auch Taxis. Das heißt, sie haben feste Frequenzen, wo die sich drauf bewegen können, wo die quasi dann ungestört sind, weil die nicht an andere vergeben werden, diese Frequenzen, und auch wo sie keinen mitstören. Kommen wir also zu den Antworten. Antwort A. Kann jeder nach Belieben nutzen? Na, wie wir es gerade gesagt haben, nicht nach Belieben, sondern die werden zugewiesen und deswegen ist Antwort A falsch. Antwort B. Die Nutzung muss nur angemeldet werden. Nur angemeldet würde heißen, Achtung, ich nutze das mal, jo, okay, mach mal. Das reicht nicht aus, es nur anzumelden und deswegen ist Antwort B falsch. Antwort C. Es ist die behördliche Zuteilung einer Senderfrequenz notwendig. Ja, die werden zugeteilt. Man sagt, okay, ihr mit eurem Betrieb könnt dieses Frequenzband benutzen. Von hier bis da die Megahertz einstellen. Und dann ist damit sichergestellt, dass in dem Bereich, wo die benutzt werden, kein anderer auch auf diesen Frequenzen funkt, sodass die sich überschneiden könnten. Und so wird es gemacht und deswegen Antwort C richtig. Frage 67. Schlüssel und Schlösser spielen in Verbindung mit Türen eine wesentliche Rolle zur Erhöhung der Sicherheit. Auch sollten sie einen hohen Widerstandswert aufweisen. Was wird in diesem Zusammenhang unter einer Stiftzuhaltung verstanden? Antwort A. Es ist eine aus Kernstift, Gehäusestift und Stiftfeder bestehende Zuhaltung im Schubschloss. Also, die Stiftzuhaltung, wie sie hier drin steht, besteht aus dem Kernstift, Gehäusestift und Stiftfeder. Die ermöglichen einen hohen Widerstandswert oder die sind dafür da, dass dieser Widerstandswert erreicht wird, weil ein Schloss dann nur mit dem zugehörigen Schlüssel auf- und zugeschlossen werden kann. Das ist also diese Stiftzuhaltung. Und jetzt schauen wir es uns an. Hier unten sind immer die gleichen Punkte. Das heißt also, es geht darum, ist es bei einem Schubschloss, ist es bei einem Buntbadschloss
oder bei einem Profilzylinder? Das ist jetzt die Frage. Das Schubschloss ist ein Schloss, das kennt man jetzt zum Beispiel von einem Safe, Tresor, Waffenschrank. Da werden die verbaut. Die sind sehr klobig, größer, haben einen hohen Widerstandswert, aber die haben keine Stiftzuhaltung. Und deswegen ist Antwort A falsch. Antwort B, Buntbartschloss. Buntbartschloss ist ein sehr, sehr einfaches Schloss. Die benutzt man so für Zimmertüren, wo man so einen Schlüssel hat, der so ein bisschen gewellt ist. Aber so ein Schloss bekommt man halt auch mit einem Kleiderbügel auf. Und deswegen ist kein hoher Widerstandswert. Die haben auch keine Stiftzuhaltung. Und deswegen ist Antwort B, Buntbartschloss, falsch. Antwort C, Profilzylinder. Die haben eine Stiftzuhaltung. Die bestehen im Inneren mit diesem Kernstift, Gehäusestift und Stiftfeder. Und die lassen nur zu, dass wenn alle Stifte von dem richtigen Schlüssel in der richtigen Position gehalten werden, dass sich der Profilzylinder drehen lässt. Und das ist ein hoher Widerstandswert. Antwort C, richtig. Frage 68. Für welche Brandklassen sind Schaumlöscher geeignet? Antwort A. Für sämtliche Brandklassen. Dann wäre das ja die eierlegende Wollmilchsau. Dann wäre das ja super. Dann bräuchten wir nur noch Schaumlöscher, weil damit könnten wir egal welchen Brand löschen. Egal welche Brandklasse. Egal welches Material da brennt. Das ist aber nicht so. Und deswegen für sämtliche Brandklassen ist der Schaumlöscher nicht geeignet. Antwort A, falsch. Antwort B, für Brandklasse A. Sprechen wir also mal drüber, was ist überhaupt die Brandklasse A? Brandklasse A sind feste Stoffe, also wenn zum Beispiel Holz brennt. Brandklasse B, flüssig oder flüssig werdende Stoffe, also wenn so Benzin brennt oder auch Plastik, was dann sich verflüssigt durch die Hitze. Brandklasse C sind Gase, also wenn irgendwo eine Gasflasche oder wo Gas ausströmt, wenn das brennt. Dann haben wir Brandklasse D, Metalle. Das ist also schon, wenn Metall brennt, ist hohe Energie, hohe Hitze vorhanden. Da haben wir wenig mit zu tun. Dann gab es mal Brandklasse E, das waren die Elektrobrände. Die gibt es nicht mehr, weil die sind mit in Brandklasse A und B so aufgenommen worden. Man braucht nicht wirklich Abstand halten, wenn man auch mit Wasser elektrische Anlagen löscht. Da gibt es eine Faustformel, wenn die Anlage unter 1000 Volt ist, und 1000 Volt ist schon ordentlich was, das ist mehr als die Steckdose und auch der Stromanschluss von Ihrem Herd zu Hause, dann sollte man mit Wasser minimum einen Meter Abstand nehmen. Und wenn es irgendwo brennt und Sie gehen sowieso schon näher als einen Meter dran, dann läuft sowieso schon was falsch. Und wir haben dann noch Brandklasse F, das sind Fette, also Industriefett oder pflanzliches Fett, Speiseöle, so etwas. Das sind also die Brandklassen und deswegen machen wir weiter. Brandklasse A, feste Stoffe, die kann ich super mit einem Schaumlöscher löschen. Antwort B, richtig. Antwort C, Brandklasse C. Achtung, Sie sehen, die sind hier so ein bisschen durcheinander. Brandklasse C, haben wir gesagt, sind Gase. Und da nützt der Schaumlöscher mir nichts. Der hat also keine Oberfläche, wo er entweder dran kleben bleibt, wie jetzt so Holz zum Beispiel. Und er hat auch keine Oberfläche von Flüssigkeiten, wo er dann obendrauf schwimmen könnte. Und deswegen ist es für eine Brandklasse C, Gase, ist der Schaumlöscher nicht geeignet. Antwort C, falsch. Antwort D, für Brandklasse B. Flüssig oder flüssig werdende Stoffe. Dafür ist ein Schaumlöcher gut, weil der legt sich mit seinem Schaum oben auf die brennbare Flüssigkeit und hat damit den Effekt, dass er die Sauerstoffzufuhr zum brennbaren Stoff unterbricht und so einen guten Löscherfolg gerade bei Flüssigkeiten, die brennen, hat. Und deswegen ist Antwort D richtig. Wenn Sie also mal in Ihrer Firma oder irgendwo schauen, wenn Sie einen Schaumlöscher sehen, steht da immer drauf für Brandklasse A und B. Frage 69. Welcher Gefahrenmeldeanlage wird die Freilandüberwachung zugeordnet? Die Freilandüberwachung. Wir haben ja verschiedene Bereiche, wenn wir uns ein Objekt angucken. Also ein Objekt, nehmen wir mal ein Wohnhaus, was gesichert werden soll. Und dann machen wir das wie im Zwiebelprinzip. Wir haben also verschiedene Zonen, verschiedene Bereiche, die wir betrachten, wie wir die überwachen können.
Und von außen nach innen ist das einmal die Freilandüberwachung, das ist also die Wiese oder Parkplätze um das Gebäude herum. Dann haben wir die Außenhautüberwachung, das sind dann die Wände, Türen und Fenster, wo ich ins Gebäude eindringen kann. Dann haben wir die Innenraumüberwachung, wenn ich Räume innerhalb des Hauses überwache. Und wir haben die Einzelobjektüberwachung, wenn ich jetzt ein teures Bild oder einen Safe nochmal extra sichere, dann ist das eine Einzelobjektüberwachung. Okay, also Freilandüberwachung haben wir geklärt, wo die ist. Und jetzt, mit welcher Gefahrmeldeanlage kann ich diese Freilandüberwachung durchführen? Antwort A, Brandmeldeanlage. Eine Brandmeldeanlage ist schwierig in der Freilandüberwachung. Nehmen wir jetzt mal den Garten, da ist Wiese, da sind Sträucher und Bäume. Wenn es da brennen sollte, ist das schwierig zu detektieren. Es brennt außerhalb des Gebäudes. Ich habe also ein Rauchmelder bringt mir nichts, weil den kann ich nicht über der Wiese und über Sachen aufhängen, wo auch dann der Wind den Rauch verteilen würde. Deswegen, eine Freilandüberwachung hat mit einer Brandmeldeanlage nichts zu tun. Antwort A, falsch. Antwort B, Einbruchmeldeanlage. Ja, wir haben es eben gesagt, so betrachte ich, um ein Objekt zu schützen. Und die Freilandüberwachung ist mit in meinem Konzept gegen Einbrüche. Und deswegen kann ich es mit einer Einbruchmeldeanlage verbinden. Zum Beispiel Kameras, die die Wiesen ums Haus beobachten. Und die Freilandüberwachung gehört mit zu den Einbruchmeldeanlagen. Antwort B, richtig. Antwort C, Überfallmeldeanlagen. Überfallmeldeanlagen sind ja dafür da, wenn zum Beispiel eine Bank überfallen wird, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, dieses zu melden. Da gibt es einen stillen Alarm, gerade bei der Überfallmeldeanlage. Man will den Täter nicht aufschrecken und ihn zu Panikhandlungen verleiten. Aber eine Freilandüberwachung außerhalb des Gebäudes, weil ich da überfallen werde, macht keinen Sinn, sondern eine Überfallmeldeanlage ist ja in Gebäuden drin, wenn ich jetzt da überfallen werde. Und deswegen hat die Freilandüberwachung nichts mit der Überfallmeldeanlage zu tun. Antwort C, falsch. Frage 70. Welche Aussage beim Einsatz von Handfeuerlöschern ist falsch? Antwort A. Stehen mehrere Feuerlöscher zur Verfügung, so werden diesen immer nacheinander eingesetzt. Es gibt so Grundsätze, um den Löscherfolg zu erhöhen. Wie löscht man? Von vorne nach hinten, von unten nach oben? Das sind solche Grundsätze. Und ein Grundsatz ist auch, wenn ich mehrere Feuerlöscher habe, dann setze ich die gleichzeitig ein. Das erhöht meinen Löscherfolg und nicht nacheinander. Und deswegen ist Antwort A falsch in der Handhabung, aber es ist ja nach falsch gefragt hier. Und deswegen ist Antwort A richtig. Frage B. Feuer in Windrichtung bekämpfen. Das heißt, wenn ich ein Feuer außerhalb von Gebäuden habe, stelle ich mich so hin, dass der Wind von hinten kommt, sodass Rauch, giftige Dämpfe, Gase weg von mir geweht werden durch den Wind und mein Löschmittel zum Feuer hingetragen wird. Diese Antwort ist richtig, um ein Feuer zu bekämpfen, aber Antwort B in diesem Falle hier falsch. Antwort C, entsprechende Löschmittelreserven bereithalten. Wenn ich sehe, da hat es gebrannt oder da ist noch ein kleines Feuer, dann halte ich immer noch Reserven zurück, um ein Aufflammen, ein Wiedererstarken des Feuers sofort bekämpfen zu können. Das ist in der Handhabung richtig, aber hier Antwort C falsch. Denken Sie also hier daran, gefragt ist hier, kreuzen Sie an, was falsch ist. Und man sieht hier, A ist falsch, deswegen ist es anzukreuzen und richtig. Lassen Sie sich da bei der Prüfung nicht ins Boxhorn jagen. Das bitte beachten. Frage 71. Eine Überfallmeldeanlage, Antwort A, kann durch sogenannte geistige Schalteinrichtungen, wie zum Beispiel durch Code-Tastatur, ausgelöst werden. Eine Überfallmeldeanlage, wir hatten das eben schon mal kurz angesprochen, ist dafür da, um Überfälle gerade in Banken zu melden, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, auf sich aufmerksam zu machen. Und hier geht es um eine geistige Schalteinrichtung. Und das kann ich zum Beispiel mit einer Code-Tastatur machen. Der normale Code für den Safe ist 1234. Und dann geht der auf. Der wird täglich benutzt. Jetzt werde ich aber dazu gezwungen, mit vorgehaltener Waffe den Safe zu öffnen.
Jetzt gebe ich ein 4321, den Code also umgekehrt, falsch herum. Dann geht der Safe auf, weil ich will mich ja nicht angreifbar machen oder ich will ja nicht, dass der Täter mir etwas antut. Aber gleichzeitig merkt das System, oh, der Stresscode wurde eingegeben. Das heißt, der Safe öffnet sich und gleichzeitig wird eine Meldung an die Polizei oder an eine NSL abgesetzt. Achtung, hier wurde der Code zur Alarmierung benutzt. Und so merkt der Täter nicht, dass ich im Hintergrund zum Beispiel die Polizei informiert habe. Und genau so ist eine geistige Schalteinrichtung bei einer Überfallmeldeanlage Antwort A richtig. Antwort B. Eine Überfallmeldeanlage muss jederzeit unabhängig vom Schaltzustand der Einbruchmeldeanlage aktiviert sein. Eine Überfallmeldeanlage ist ständig aktiv. Die wird nicht ein- oder ausgeschaltet, weil das wäre ja ein Risiko, man vergisst sie einzuschalten. Der Mitarbeiter drückt ganz wild auf das Knöpfchen, um zu melden, hier ist ein Überfall, aber die Anlage ist aus. Eine Einbruchmeldeanlage zum Beispiel, die wird ja abends eingeschaltet, überwacht die Räume und wird dann morgens wieder ausgeschaltet, damit Besucher, Kunden, Mitarbeiter rein und rausgehen können. Aber eine Überfallmeldeanlage ist unabhängig davon, ob die Einbruchmeldeanlage aktiv oder nicht aktiv ist. Die ist nämlich immer aktiv. Antwort B, richtig. Antwort C, kann wahlweise mittels akustischen oder stillen Alarms Hilfe herbeirufen. Da gibt es keine Wahl. Man will den Täter nicht aufschrecken. Man will ja nicht, dass der Täter die Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht und sagt, wenn hier einer den Alarm auslöst, dann erschieße ich eine Geisel. Und einer drückt einen Knopf und der Alarm geht an. Das soll ja nicht sein, sondern die Polizei soll informiert werden. Und die kommt bei so einem Alarm auch ohne Sirene angefahren. Weil man will ja nicht den Täter aufschrecken. Und deswegen ist da keine Wahl mit oder ohne akustischen Alarm. Und deswegen ist Antwort C falsch. Antwort D. Eine Überfallmeldeanlage darf nur mittels akustischen Alarms Passanten und Unbeteiligte warnen. Wie gesagt, es soll ja nicht nach außen gewarnt werden, dass jeder das mitbekommt. Und deswegen ist da immer ein stiller Alarm bei einer Überfallmeldeanlage. Und deswegen ist Antwort D falsch. Frage 72. Von der Freilandüberwachung wird bzw. werden erfasst? Antwort A. Das Vorfeld zwischen der Außenbegrenzung und der Objektaußenhaut. Genauso wie wir es gesagt haben. Die Außenbegrenzung, das ist zum Beispiel eine Zaunanlage. Und die Objektaußenhaut, das ist die Mauer, die Wand, Fenster, Türen. Und dazwischen liegt das Freiland. Also der Garten oder eine Einfahrt. Und das ist die Freilandüberwachung und die soll natürlich da erfasst werden. Antwort A, richtig. Antwort B, Personen im Inneren des Objekts. Fallen die unter die Freilandüberwachung, wenn die im Objekt drin sind? Nein. Antwort B, falsch. Antwort C, das Objekt selbst. Das Objekt ist ja entweder die Außenhaut vom Objekt oder wenn wir eine Einzelobjektüberwachung haben, ist das der Safe oder ein wertvolles Bild, aber es hat nichts mit der Freilandüberwachung zu tun. Antwort C, falsch. Hoffentlich hat euch dieses Video gefallen und ich konnte euch auf eurem Weg zur erfolgreichen Sachkundeprüfung § 34a Gewerbeordnung helfen. Ich drücke euch die Daumen. Gerne könnt ihr mir eure Meinung zum Video in die Kommentare schreiben, nur so kann ich besser werden. Gerne erzählt euren Freunden, Arbeitskollegen oder Mitschülern von den Videos, damit so viele wie möglich auf ihrem Weg zum Bestehen geholfen werden kann. Like und teilen, sehr erwünscht. Und wer meinen Kanal abonniert, verpasst kein neues Video. Zum nächsten Video kommt ihr einfach in den unteren Link. Bis zum nächsten Mal.